Yo, alles Paletti da draußen. Ich bin's, der Doms. Und wisst ihr, was mir so richtig mit einem Affenzahn auf den Zeiger geht? Jedes Mal, wenn ich die Flimmerkiste anmache, kommt so eine Kanaille von Spieleherausgeber und will mir sein Spiel verkaufen. Das sieht aber immer so aus wie Super Mario Kart, nur mit anderen Figuren. Zieht euch das mal rein, ey. Ihr sitzt vor der Glotze und so ein Fuzzi sagt so: Stop, Mario Time. Und dann sollst du dein ganzes Taschengeld für ein Spiel ausgeben, das du schon gespielt hast? Hit me, Mario, one more time. Und so. Alter, nicht mit mir. Das fetzt gar nicht. Wie ein Boom, 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 Boomerang kommt es immer wieder bei mir an und ich kann nichts dagegen machen. Ich spiele gerne Super Mario Kart und wenn meine Homies bei mir sind, machen wir auch gerne eine Spritztour. Come on, Barbie, let's go party. Also wisst ihr was? Ich gebe einem dieser nachgemachten Spiele eine Chance. Mario Kart's back, alright. Aber welches nehme ich? Welches ist das Beste? Ist es das da oder das da? Wenn, dann muss das ein echt schmissiger Kracher sein. Das muss ja schließlich mit Mario Kart mithalten können und das hat echt was auf den Kasten. Das Club Nintendo Magazin hat dazu geschrieben, das geniale Rennspiel Mario Kart auf dem 16-Bit Nintendo Entertainment System zeigt der Langeweile die blitzenden Rücklichter und überholt jede andere Hightech-Rennsimulation locker im ersten Gang. Boah, echt heavy. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Vielleicht habt ihr duften Girls und Boys da draußen einen schnieken Vorschlag für mich? Time to say goodbye. La 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 la.